Nochmal einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Online-Yoga. Wie gerade schon erwähnt, wir starten heute im Liegen. Also leg dich ganz bequem auf deinen Rücken. Die Hände ganz entspannt neben deinem Körper, vielleicht ein bisschen öffnen, so dass deine Handflächen entspannt Richtung Decke schauen können. Schau, dass dein Nacken lang ist, falls dein Kinn nach oben schießt. Nimm dir ein Kissen oder eine gefaltete Decke unter deinem Hinterkopf. Schließ deine Augen. Nimm erstmal 2, 3 Atemzüge, um hier ganz anzukommen. Dann nimm deinen Körper ganz bewusst wahr. Nimm wahr, wie du heute Morgen hier liegst. Nimm bewusst die Punkte wahr, die direkt mit deiner Matte verbunden sind. Und nun atme tief durch deine Nase ein und tief durch deine Nase wieder aus. Und finde hier deinen ganz persönlichen Atemrhythmus. Schau, dass dein Atem fließt, ganz ohne Anstrengung. Ein und aus durch deine Nase. Und mit der Einatmung stößt du deinen Brustkorb leicht nach oben und mit deiner Ausatmung nimm deinen Bauchnabel nach innen oben auf dein Schambein. Saug den Bauchnabel nach innen. Und sobald du wieder einatmest, löst deinen Bauchnabel. Atme ein, stoß deinen Brustkorb wieder leicht Richtung Decke. Und dann atme aus und wieder Bauchnabel nach innen oben, Schambein nach oben, saug den Bauchnabel ein, so fest du kannst. Und sobald du wieder einatmen magst, dann löst wieder auf und stoß den Brustkorb nach oben. Wenn du möchtest, kannst du hier auch durch den Mund ausatmen. Stoß die Luft ganz raus, Bauchnabel nach innen oben und ein, wieder lösen. Nimm so noch einige Atemzüge ganz bewusst in deinem Rhythmus. Saug den Bauchnabel richtig ein, merk, wie die Beine dann auch in Spannung kommen. Und noch ein allerletztes Mal. Wer mag, kann jetzt mal für 1, 2 Sekunden hier halten, den Bauchnabel einsaugen. Wenn du Herzprobleme oder Asthma hast, dann nicht, löst gleich wieder auf, sonst halt es einen Moment. Und dann atme ein, löst das Ganze auf, lass den Atem fließen, ganz natürlich. Beobachte nochmal deinen Atem. Und dann nimm nach und nach deine Knie Richtung Brustkorb, die Hände an die Knie. Und dann machst du kreisende Bewegungen. Mobilisier deinen unteren Rücken. Wechsel mal die Richtung.
der Mitte und einatmen, streck die Beine nach oben. Du kannst die Knie auch noch gebeugt lassen, aber die Fußsohlen Richtung Decke, leg die Arme hinten ab. Ausatmen, zieh die Knie Richtung Brustkorb mit deinen Händen und mit der Einatmung wieder nach oben. Wenn du die Beine streckst, dann schau, dass du mindestens den rechten Winkel hast und deine Beine nicht hier vorne hängen. Sonst beug die Knie und aus, zieh die Knie Richtung Brust. Wenn du möchtest, löse auch mal den Kopf zu den Knien. Und ein, nochmal in die Länge, mach dich lang. Streck dich aktiv und aus. Mach dein Päckchen mit Kopf oder ohne, du entscheidest. Letztes Mal, ein, in die Länge. Und aus, mach dein Päckchen. Dann leg deinen Oberkörper ab und streck jetzt beide Beine senkrecht nach oben. Wieder mindestens der rechte Winkel. Wenn dein Gewicht eher vorne ist, dann wirklich beug die Knie. Nicht, schau nicht, dass dein Gewicht hier vorne ist und du es jetzt schon durch das Heben der Beine im unteren Rücken spürst. Beug die Knie tief, geht auch so. Die Arme kannst du gerne als Unterstützung erstmal hier neben dir lassen. Und mit deiner nächsten Einatmung bring dein rechtes Bein zu Boden und schau, dass dein linkes Bein und schau, dass dein rechtes Bein oben bleibt. Wenn du nur bis hier kommst, ist auch okay. Vielleicht kommst du aber bis kurz über den Boden. Und mit der Ausatmung wieder nach oben. Wir wechseln die Seite. Ein, jetzt rechtes Bein. Du entscheidest, wie weit du gehst. Aktiviere die Körpermitte. Dein Bauchnabel und aus, wieder nach oben. Nochmal in deinem Rhythmus, ein auf links und aus nach oben. Nochmal, auf rechts, ein nach unten und aus nach oben. Wenn du ein bisschen mehr tun möchtest, dann bring jetzt mit der Einatmung auch noch die Arme hinter deinen Kopf. Senk wieder dein linkes Bein aus, bring die Arme nach oben und die andere Seite. Ein, spür, wie es sich verändert und aus. Nochmal die linke Seite, ein und aus. Und du gehst nur so weit mit deinem Bein nach unten, auch wenn du hier bist, ist es völlig in Ordnung. Spüren deinen unteren Rücken. Und dann löst das Ganze auf. Zieh die Knie ran. Schaukel ein bisschen hin und her oder auch kreisende Bewegungen. Und dann streckst du deine Beine wieder nach oben. Entweder machst du jetzt die gleiche Bewegung wie gerade oder du gehst noch ein bisschen weiter mit. Dann einatmend, streck dein linkes Bein nach oben. Mit der Ausatmung heb den Oberkörper an und geh nach rechts. Und jetzt drück deinen rechten Unterarm gegen deinen linken Unterarm gegen deinen rechten Oberschenkel und übt Druck aus, also dein Oberschenkel drückt und auch dein Arm gleichzeitig. Und mit der Einatmung jetzt dein rechtes Bein nach unten, die Arme nach hinten, atme aus, komm nach oben, wechsel die Seite, rechter Unterarm gegen linken Oberschenkel, kurz pressen. Ein, wieder linkes Bein nach unten. Und aus, nach oben, hebt den Oberkörper, wieder Druck hier ausüben für einen Moment. Und ein, noch einmal auf links. Und aus. Einatmen, leg die Arme hinten ab, streck dich nochmal in die Länge und aus. Zieh die Knie Richtung Brust. Wenn du magst, löst einmal die Nase zu den Knien. Dann legst du deinen Kopf wieder ab, machst kreisende Bewegungen mit deinen Knien.
auch mal in die andere Richtung. Und setz deine Füße mattenbreit ab und schwing ganz gemütlich deine Knie nach rechts und nach links. Und wenn deine Knie das nächste Mal auf die rechte Seite gehen, dann lass sie hier ganz entspannt, atme ein, leg die Arme hinter deinen Kopf ab und schau so ein bisschen rüber auf die linke Seite, atme hier mal zwischen. Dann komm einatmen nochmal mit den Knien in die Mitte und aus, wechsel die Seite. Schau nach rechts, die Knie sind links, atme auch hier mal zwischen. Und dann komm einatmend wieder in die Mitte. Ausatmen, streck dich einen Moment aus. Spür hier mal nach. Dann komm langsam nach oben über die Seite oder auch mit Schwung dein Weg nach oben. Jetzt nimm dir gerne eine Decke unter deine Knie und dann komm in den Vierfüßler. Lass uns noch 2, 3, 4 Mal jetzt ausgleichend hier den Katzenbuckel machen. Also atme aus, saug den Bauchnabel wieder ein, Kinn Richtung Brust, lass die Arme starr. Mit der Einatmung lass erst deinen Brustkorb sinken, schieb die Schultern nach hinten, schau nach vorne auf den Boden und nochmal aus, runde Wirbelsäule. Ein. Und aus. Und dann komm wieder in den Vierfüßler. Und mit der nächsten Einatmung hebst du dein linkes Bein auf Rückenhöhe an, gern flex den Fuß, Zehen nach unten, schau, dass die Hüfte hier nicht aufgeht, Hüfte Richtung Boden. Dann löst auch deinen linken Arm, wenn du kannst, in Linie mit deinem Ohr, schau zu Boden oder so leicht nach vorne zu Boden. Zieh dich hier erstmal diagonal auseinander. Und mit der nächsten Ausatmung machst du wieder eine runde Wirbelsäule und bringst deinen Ellbogen und dein Knie zusammen. Und versuch mal, die Außenseite von Ellbogen und Knie aneinander zu bringen und wieder Druck auszuüben. Und mit der Einatmung wieder in die Länge. Wenn dir das zu anstrengend ist, du noch nicht so geübt bist, dann setz einfach ausatmend Hand und Knie ab und mach die runde Wirbelsäule. Wer will, geht aber hier mit. Ein, streck dich diagonal in die Länge und aus. Ellbogen und Knie, Außenseite. Einmal Druck ausüben. Und nochmal ein. Letztes Mal. Aus, üb den Druck aus. Ein, zieh dich nochmal in die Länge. Streck jetzt deinen Fuß nach hinten. Ausatmen, setz deine Hand ab und deinen rechten Fuß, aber mit gestrecktem Bein. Also dein rechter Fuß ist weit hinten. Mit der nächsten Einatmung löst du nun die linke Hand und öffnest dich nach links. Schau nach oben zu deiner Hand. Dreh dich so weit du kannst. Und ausatmen, komm nach unten. Entweder nur durchfädeln, wenn du kannst, kannst du aber auch hier deine Schulter und deine Stirn ablegen. Und ein gleich wieder nach oben. Und aus. In deinem Atemrhythmus noch 2,
letztes Mal. Dann kommst du einatmend wieder nach oben, löst das Ganze auf. Kannst wieder zwei, dreimal ausgleichend den Katzenbuckel machen. Atme aus. Einen neutralen Vierfüßler und aus. Katzenbuckel. In deinem Rücken. Dann lass uns jetzt die Seite wechseln. Streck dein linkes Bein nach hinten und deinen rechten Arm nach vorne. Zieh dich diagonal auseinander. Und jetzt wieder ausatmen, deine Bewegung entweder in den Vierfüßler und ein Katzenbuckel oder ausatmend Knie und Ellbogen zusammenbringen. Schau mal, ob du die Außenkante hier zusammenbringen kannst. Einmal Druck ausüben mit der Einatmung wieder in die Länge. Und aus. Noch zweimal deine Variante ein. Und aus. Letztes Mal ein. Und aus. Ein, streck dich in die Länge. Nochmal zwischenatmen. Und aus, setz den linken Fuß ab, den rechten Arm. Du weißt, was kommt. Mit der nächsten Einatmung öffne dich nach rechts. Schau kraftvoll nach oben, wenn dein Nacken es erlaubt. Und schau nach unten in die Gegenrichtung. Jetzt auch hier wieder die Bewegung, ausatmend, für nicht so geübte, einmal nur so einfädeln und dann einatmen, wieder öffnen. Oder wer schon ein bisschen geübter ist, ausatmen, leg jetzt auch deine Schulter ab und deine Stirn hier, deine Schläfe und ein kraftvoll nach oben. In deinem Rhythmus. Letztes Mal. Dann kommst du einatmend wieder nach oben und löst das Ganze auf. Und dann machst du ausatmend wieder zwei, drei, vier Mal den Katzenbuckel. Mit deiner nächsten Ausatmung geh in die Kindshaltung. Du kannst die Knie weit öffnen, dein Gesäß Richtung Fersen, deine Stirn zu Boden oder auf einen Block. Dann kommst du wieder in den Vierfüßler. Gleich die Decke jetzt besser wegnehmen. Wenn du noch nicht so geübt bist, dann brauchst du jetzt wieder Blöcke unter deine Hände oder auch einen Stuhl vor dir. Setz die Zehen auf und atme aus und komm in deinen ersten nach unten schauenden Hund. Mach einen großen Hund. Erstmal die Knie beugen, drück dich nach hinten, dann dein Gesäß nach oben und wieder nach hinten. Jetzt kannst du die Beine nach und nach strecken oder auch gebeugt lassen. Jetzt komm einatmend ins Brett, deine Schultern über deine Handgelenke. Gerne saug die Innenseite von deinen
Händen ein, sodass die Hand, die Fingergelenke ein bisschen gebeugt sind. Die Unterarme ziehen zueinander, den Daumen fest im Boden. Und jetzt heb mal dein rechtes Bein nur so ein bisschen an. Und mit der nächsten Ausatmung zieh dein rechtes Knie zum Brustkorb, Nase Richtung Knie. Nochmal ein, lass dein Bein in der Luft. Und aus, nochmal aus Kraft der Bauchmuskeln nach oben ziehen. Ein, wieder ins Brett. Aus, in den Hund. Atme zwischen. Nächste Einatmung, komm auf deine Knie. Ausatmen und erstmal in die Kindshaltung. Ruhe einen Moment aus, wenn du magst, nimm mal deine Arme mit nach hinten, um die Handgelenke jetzt ein bisschen auszuholen. Dann bring deine Arme wieder nach vorne, komm einatmen nach oben. Lass uns ausatmen und nochmal den Katzenbuckel machen. Ein, setz die Zehen auf, richte die Wirbelsäule aus und wir gehen wieder in den Hund. Wieder einen großen Hund machen. Atme nochmal zwischen, dein Fokus wieder auf die Streckung deiner Wirbelsäule. Und ein, wir gehen wieder ins Brett. Saug den Bauchnabel hier nach innen oben. Löse den linken Fuß. Nächste Ausatmung. Zieh dein linkes Knie aus Kraft der Bauchmuskeln nach oben. Nase Richtung Knie. Ein, dein linkes Bein nochmal in der Luft. Wenn es zu anstrengend ist, setz den Fuß kurz ab. Und aus, nochmal. Und ein, wieder ins Brett. Und aus, in den Hund. Nochmal zwischenatmen hier. Und dann einatmen über die Knie, löst du wieder auf und ruhst dich nochmal aus. Komm einatmend wieder nach oben, geh ausatmend in den Mund. Nochmal zwischenatmen und dann läufst du ganz gemütlich mit deinen Füßen zu deinen Händen. Kommst in eine stehende Vorbeuge. Atme hier nochmal zwischen, du kannst die Knie auch gebeugt lassen. Und mit der nächsten Einatmung lockern wir alle die Knie und richten uns nach oben auf. Streck dich hier einmal in die Länge. Und aus, löst das Ganze auf. Komm so in die Mitte deiner Matte. Stell dich erstmal aufrecht hin, roll die Schultern nach hinten. Die Arme seitlich, schließ deine Augen. Spür deinen Körper. Dann öffne die Augen und jetzt mach hier einen großen Schritt. Deine Zehen zeigen im Moment hier gerade nach vorne und jetzt drehst du deinen rechten Fuß nach rechts aus und beugst erstmal dein Knie über dein Fußgelenk. Du kannst auch den Schritt ein bisschen größer machen. Je größer der Schritt, umso mehr kannst du hier nach unten kommen, umso mehr kannst du hier mit Beinen und Hüften arbeiten. Dein Knie in etwa über dein Fußgelenk.
Bring dein Gewicht gleichmäßig auf beide Füße, heb die Arme in einer Linie und schau über deine vorderen Arme. Lass die Schultern sinken, schau, dass dein Knie hier nicht nach innen ausweicht und auch die Außenferse vom hinteren Fuß, vom gestreckten Bein fest im Boden. Gut, jetzt brauchst du vielleicht deinen Block hier unten an deinem rechten Fuß. Und mit der nächsten Ausatmung kipp dein Becken nach vorne, streck dein Bein. Du kannst jetzt die Hände auf den Block bringen oder du kommst einfach, wo du auch immer kommst. Oder vielleicht kannst du auch deinen Knöchel greifen und dann öffnest du dich nach oben. Wenn dein Nacken es erlaubt, dann schaust du kraftvoll zu deiner Hand. Atme mal tief. Du kannst sonst auch den Nacken hier in der Mitte lassen oder auch wieder nach unten rechts schauen. Atme mal tief in deinen Bauch hier. Stabilisiere die Körpermitte. Wenn du noch ein bisschen mehr tun willst, löse jetzt den rechten Arm und bring ihn hier auf Schulterhöhe. Spür mal, wie es sich verändert. Die Bauchmuskeln arbeiten mehr. Willst du noch ein bisschen weitergehen, bring jetzt auch den linken Arm hier über deinen rechten und mit der nächsten Einatmung nach hinten. Aktiviere nochmal deine Körpermitte. Ausatmen, löst das Ganze auf. Komm hier in eine halbe Vorbeuge, drehe deinen rechten Fuß wieder ein. Schau nach vorne, mach hier mal einen geraden Rücken. Und ausatmen, jetzt lass dich ein bisschen tiefer sinken. Auch hier mal zwischenatmen. Dann locker einatmen, deine Knie und richte dich wieder auf. Ausatmen, löse auf. Wir wechseln die Seite. Dreh deinen linken Fuß aus. Schau, dass dein Fuß hier gerade nach links zeigt. Beug dein Knie wieder über dein Fußgelenk. Beide Fußsohlen mit dem Boden verbinden. Aktiviere gerne schon hier die Körpermitte. Wenn es zu streng ist für die Beine, dann mach den Schritt kleiner, dann wird es leichter. Heb die Arme, entspann die Schultern und schau über deinen vorderen Arm. Atme hier erstmal zwischen. Der hält 2. Und jetzt gehen wir wieder ins Dreieck. Atme aus, kipp dein Becken, streck dein Bein. Und schau, wenn du auch hier bist mit deiner Hand, auch hier kannst du ins Dreieck gehen. Also schau. Schau, dass dein Brustkorb einigermaßen geöffnet bleibt. Und schau, wie weit du nach unten kannst. Du kannst auch wieder einen Block nehmen. Atme. Kopf vielleicht locker in der Mitte. Oder doch nach unten links. Schau, wie es für dich passt. Atme mal tief in deinen Bauch. Und willst du wieder ein bisschen weiter mitgehen, dann löst du jetzt deinen linken Arm, hebst ihn auf Schulterhöhe. Spür, wie der Bauch jetzt mehr arbeitet. Und wenn du magst, nimmst du jetzt auch noch den rechten dazu. Und mit der nächsten Einatmung einmal nach hinten. Aktiviere die Körpermitte. Aus, linker Arm nach unten. Komm langsam nach unten, in die Mitte, dreh den Fuß ein, atme ein, halbe Vorbeuge, streck den Rücken und aus, einmal in die ganzen Vorbeugen. Einatmen, locker die Knie, richte dich auf, streck dich nochmal weit nach oben und ausatmen, löst das Ganze auf, bring deine Füße wieder zusammen. Wenn du magst, schütte die Beine noch kurz aus.
Und dann stell dich nochmal aufrecht hin mit leicht geöffneten Füßen. Mach die Wirbelsäule nochmal lang. Roll die Schultern nach hinten. Schließ die Augen einen Moment. Nimm deinen Körper ganz bewusst wahr. Dann öffne deine Augen wieder, komm nochmal am Anfang deiner Matte, atme ein, streck dich nochmal lang nach oben. Mit der Ausatmung, du kannst die Knie tief beugen, setz die Hände ab und dann lauf ganz gemütlich nochmal in den nach unten schauenden Hund. Lauf hier mal auf der Stelle. Und dann kommst du einatmend auf deine Knie, ausatmend schieb dein Gesäß auf die Fersen. Atme auch hier mal zwischen. Dann leg dich auf den Rücken, lass die Füße aufgestellt. Schließ die Füße und die Knie, bring sie so nah du kannst ans Gesäß. Leg die Arme locker nach hinten ab. Und mit der nächsten Ausatmung lass deine Knie auf die rechte Seite sinken und dein Kopf dreht nach links. Beide Schultern bleiben entspannt am Boden. Du kannst dir auch was unter deine Knie legen. Willst du mehr tun, zieh die Knie nach oben auf Hüfthöhe, öffne deine Waden im rechten Winkel. Schau aber, dass deine linke Schulter am Boden bleibt. Atme hier mal zwischen. Dann komm einatmend nochmal in die Mitte mit deinen Knien, mit deinem Oberkörper, mit deinem Kopf. Atme auch hier mal zwischen. Und nächste Ausatmung wechselst du die Seite. Und du kannst hier auch ein paar Decken unterlegen. Du musst hier nicht so weit reingehen wie ich. Pass dich an und atme auch hier nochmal zwischen. Der Kopf schaut nach rechts, soweit es für dich angenehm ist. Und mit der nächsten Einatmung wieder die Knie, den Kopf in die Mitte. Ausatmen, zieh die Knie nochmal ran. Richtung Brustkorb. Und dann streck Arme und Beine nach oben, lass die Knie locker, die Ellbogen locker, schüttel mal kräftig Hände und Füße aus. Und dann leg dich hin, lass uns noch 2-3 Minuten entspannen. Leg dich auf den Rücken. Wenn du magst, polsterst du dich aus unter den Knien, unter deinem Kopf. Wenn du magst, deck dich zu. Schließ die Augen. Und wie am Anfang dieser Einheit auch, nimm deinen Körper wahr. Wie spürt sich dein Körper nun an? Und dann nimm auch wieder ganz bewusst wahr, welche Punkte von deinem Körper direkt mit deiner Matte verbunden sind.
Und nun lenke deine Aufmerksamkeit noch einmal zu deiner Körpermitte. Spür hier mal tief hinein. Hier etwas oberhalb von deinem Bauchnabel befindet sich dein drittes Chakra. Dieses Chakra steht unter anderem für Mut und Willenskraft. Heute haben wir ganz viel mit der Körpermitte gearbeitet. Spür jetzt hier noch einmal tief hinein. Und dann lass deinen Bauch bewusst weich und rund werden. Atme tief in deinen Bauch ein und aus. Du magst, kannst du dabei auch die Hände auf deinen Bauch legen und so die Atmung auch nochmal über deine Hände wahrnehmen. Und dann erlaube dir für die nächsten Momente, einfach so zu sein, wie du jetzt gerade bist. Und dann atme noch einmal tief ein und aus. Und dann ganz langsam bewegt Zehen und Füße, Finger und Hände. Und wenn du dann soweit bist, öffne deine Augen und komm langsam zurück. Namaste.